So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir waren letztens im Lidl oder Aldi, eins von beiden. Irgendwo gibt es auf jeden Fall so eine eigene Hausmarke, vielleicht steht sie sogar drauf hinten. Nee, sehe ich gerade nicht. Dann ist es bestimmt der Aldi gewesen, denn ich glaube beim Lidl steht hinten sogar immer Lidl drauf, wenn die eine Hausmarke haben. Da gibt es auf jeden Fall in irgendeinem Geschäft auf der ganzen Welt gibt es Flying Power. Und Flying Power ist sowas wie Booster, ist sowas wie, weiß ich nicht, was es da noch so alles gibt. Wie Crazy Wolf, genau. Crazy Wolf, Kaufland oder Booster, Netto oder sowas gibt es Flying Power. Das gibt es in ganz vielen Sorten als Energy Drink, in Dosen, zuckerfrei, mit Zucker, mit ohne Zucker, Zucker mit und ohne. Und dann habe ich jetzt zwei diese Fläschlein gesehen und gedacht, das muss ich mal mitnehmen, das muss ich mal testen. Das ist nämlich auch von Flying Power, aber das ist ein Isotonic Sports Drink. Einmal Blue, kalorienarm, und einmal Red, kalorienarm. Und das sind die simplen Namen davon, einfach Blue und einfach Red. Das ist fürs Thumbnail. Ich möchte jetzt mal gucken, wie das schmeckt und dann beides zusammengemischt aus diesem Humpen ziehen. Am Ende, das ist ja Tradition. Flying Power Isotonic, isotonisches Sportgetränk, rot. Kalorienarm ist schon mal gut. Mit Kirschgeschmack, Vitamin B6, mit Zuckern und Süßungsmitteln, pasteurisiert. Das soll also nach Kirsche schmecken, das ist eisgekühlt, das ist richtig genial. Und weil ihr ja seht, wie es aussieht, ihr seht ja die Farbe, habe ich heute mal drauf verzichtet, das vorher in ein Probeglas zu füllen und möchte das mal ganz normal jetzt hier draus trinken, wie man das normalerweise trinkt. Ich hoffe, da ist nicht noch was drunter. Nö. Das heißt, wir können es hier aufziehen. Aufziehen und ganz normal trinken, wie ein normaler Mensch. Kirschgeschmack. Wow, es fritt ein Kau. Nein, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es dadurch kommt, dass ich es jetzt da oben durch den Nippel gezogen habe. Oder ob das einfach genial ist. Ich muss doch mal den Deckel kurz abmachen und das so probieren. Ja gut, ist so ähnlich, aber irgendwie durch den Nippus oben gezogen war das gerade richtig frisch, richtig prickelnd, richtig genial, nicht zu süß. Du hast nicht diesen chemischen Nachgeschmack von Süßungsmitteln. Wir müssen wieder auf Gönnergy zu sprechen kommen, da ist so extrem Süßungsmittelgeschmack vorhanden. Das bitzelt, das brennt, das macht, das ist einfach nur bäh. Das hier finde ich richtig erfrischend, richtig lecker. Hätte ich nicht gedacht, aber irgendwie schmeckt es oben, original aus dem Nippus, besser als wenn du es direkt vom Flaschenhals trinkst. Bin mal gespannt, was das Blaue ist. Das Blaue würde ich jetzt vielleicht sagen, so Heidelbeer. Hä? Heidelbeer? Kirsch und Heidelbeer? Es ist ein isotonisches Erfrischungsgetränk mit Beerengeschmack. Mhm. Mit Zuckern und Süßungsmitteln. Ihr seht ja wieder die Farbe, es sieht alles so ähnlich aus wie Powerade. Es ist aber kein Powerade, es ist ein Flying Power Isotonic Sports Drink Blue versus Red. Machen wir das auch mal auf oben. Mal dran ziehen und mal lutschen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie schmeckt mir das gerade richtig gut. Vielleicht, weil ich den ganzen Tag noch nichts getrunken habe und weil es sauwarm ist und weil das gerade richtig kühl ist. Aber ich denke einfach, die sind okay, die kannst du dir holen mit ruhigem Gewissen. Es ist kalorienarm, trotzdem schmeckt es eigentlich wunderbar. Ich werde es trotzdem jetzt auch nochmal so probieren, wenn ich das hier abschraube. Schmeckt jetzt halt ein bisschen wie Kaugummi, Bonbon, Wasser. Aber trotzdem nicht zu süß. Also für mich trotzdem immer noch okay. Das Kirsch auch. Ich weiß gar nicht, welcher besser schmeckt. Mir haben beide gut geschmeckt. Am Kirsch dachte ich, er ist richtig krass. Ich glaube, Kirsch hat mich, weil es aus nichts kam, ein bisschen mehr überzeugt. Obwohl ich absolut kein Kirschfan bin.
Jetzt wollen wir aber beides noch zusammen mischen. Da seht ihr doch mal die Farbe. Mal gucken, ob das überhaupt jetzt noch in das Glas reinpasst. Weil das sind ja hier 0,6 Liter. Da seht ihr im Glas auch noch mal, wie das ausschaut. Mit der blauen Farbe. Sieht das nicht herrlich aus? Die rote Farbe dazu hinterher. Die sieht leider nicht so krass aus. Jetzt wird das Ganze hier lila. Das sieht aber genial aus, dass wir aus Blau und Rot einfach ein lilanes Glas machen. Den Rest auch noch dabei. Und dann haben wir in einem Video jetzt schon wieder 1 Liter süße Plörre weggezogen. Aber euch sieht das vielleicht gerade schwarz aus. Also ich sehe es gerade schwarz auf dem Bildschirm. Hier habe ich ein richtig schönes Lila, was ich mir so angucken kann. Ich würde es gerne mal rumdrehen und mal so zeigen. Ich weiß aber nicht, ob man es sieht. Der Bildschirm hier ist nämlich aus. Der geht nach 5 Minuten immer aus. Wir filmen gerade 5 Minuten 30. Ich ziehe das jetzt noch weg. Hoffentlich, ich kotze nicht. Würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Kennt ihr das? Kennt ihr Flying Power? Die Marke? Habt ihr das isotonische Sportsdrink schon mal getestet? Ich würde es nochmal kaufen. Schön gekühlt. Bei so einem Wetter geht das auf jeden Fall. Guckt euch das Glas an, wie beschlagen das ist. So muss ein Glas aussehen, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht.